Der Gast, der jetzt zu uns kommt, ist eine große Ehre für uns. Er ist aktuell eingesprungen. Wir wollten aktuell, aktuell, aktuell sein. Er ist ausgezeichnet mit dem höchsten Preis, mit dem man ausgezeichnet werden kann im kabarettistischen Business. Auch wir haben diesen Preis einmal geschenkt bekommen, nach offensichtlich harter Diskussion der Jury. Kann mich noch erinnern. Es gab damals niemanden, der noch nichts hatte, nur uns. Oder wie Harder es formuliert hat, jedes Arschloch hat schon den Salzburger Stier. In seinem Fall gilt es natürlich nicht. Hier ist der großartige Komiker Omar Sasam. Dass du da bist, ich freue mich wirklich. Vielen Dank für die Einladung. Wir hatten erst einmal die Ehre, da warst du aber mit Kollegen Eckel und Nirvarani da. Richtig. Was möchtest du trinken? Ein Sodawasser habt ihr? Ein Sodawasser, sehr, sehr gerne. Was war das für ein Moment, als das Telefon läutete und du den Anruf erhalten hast, du bist es, du bist der neue Salzburger Stierpreis. Ich war in meiner Kummerecke, die habe ich in der Wohnung, seit diese Nachrichten mit Corona gekommen sind. Und da waren die Zahlen gerade wieder im Begriff zu steigen. Ja. Und da kam dieser Anruf und kurz waren mir die Zahlen wurscht. Das war sehr schön. Wirklich? Hast du dich wirklich gefreut? Ich habe mich wirklich gefreut. Aber es sind nur 5.000 Euro, glaube ich. Nur? Ich glaube. Nein, aber ich bin Geld Mediziner. Ja, das ist viel Geld spielt ja da keine Rolle mehr in deinem Leben, oder? Ich meine, du bist ausverkauft seit Jahren mittlerweile. Einer der, ich meine das jetzt ernst, der bestgebuchten Kabarettisten Österreichs. Und das ging bei dir ja relativ schnell, wenn ich es biografisch so richtig im Kopf habe. Ja, du warst gar nicht lang auf der Bildfläche und warst eigentlich sofort einer der beliebtesten. Ich war einfach so weit weg von der Bildfläche, dass einfach keiner mitbekommen hat. Das geht doch schon relativ lange. Und hat großen Spaß gemacht, im Kabarett Niedermeyer für 20, 30 Leute zu spielen. Das habe ich einfach sehr, sehr lang und sehr gern gemacht. Aber 20, 30 Leute hast du im OP-Raum ja auch in der Regel, oder? Ja, richtig. Aber von denen habe ich noch nie einen Preis bekommen. Den goldenen Leistenbruch. Den wünsche ich mir vielleicht gleich. Aber war das damals so, weil es gibt ja auch Arztkarrieren. Ja. Ist es da auch so, dass du da ähnlich erfolgreich quasi direkt aus dem Studium rausgecastet wurdest und an den OP-Tisch gestellt wurdest und gleich so eine Art Oberarztfunktion hattest? Na, als ich mit dem Studium fertig war, war es so, dass du nicht so schnell deinen Ausbildungsplatz bekommen hast, sondern zuerst mal eine lange Wartezeit hattest. Ja. Und ich war nach dem Studium primär in keinem Spital, sondern in einem Labor. Und habe das Gerinnungsgerät für 1,5 Jahre bedient. Und ich habe das geliebt. Also, ich habe es geliebt. Was ist das Gerinnungsgerät? Das Gerinnungsgerät, wo du die Gerinnungen bestimmen Blutgerinnung. Kannst. Blutgerinnung. Ist wichtig bei Operationen? Vor Operationen, aber auch bei Menschen, die Antikoagulanztherapie haben. Nach Lungenembolien und so weiter müssen die regelmäßig was schlucken. Ja. Und dieses Gerät zu bedienen war total cool. Du musst schauen, dass die Röhrchen punktgenau abgefüllt sind. Wenn sie nicht genau abgefüllt sind, kommen irgendwelche Werte raus. Und punktgenau heißt plus minus was? Plus minus 1 Millimeter. 1 Millimeter? Oder 2. Bist du scharf? Oder hast du so ein Mikroskop dir angeschaut? Damals haben wir, mikroskopiert habe ich auch, aber da habe ich Harne und Spermiogramme mikroskopiert. Oh, schön. Das war auch wirklich eine coole Zeit. Also im Harne? Labor sehr viel. Harne. Was sind Harne? Harne. Harn? Urin. Harn, Mehrzahl von. Ja, aber Harn, ist Harn überhaupt mehrzahlfähig? Ich glaube schon. Ich habe mehrere Harnproben, aber nicht mehrere Harne. Also jeder von euch hat so wie Wasser. Einen Harn, wenn ihr ihn gleichzeitig abgibt, aber wenn man euch als Gruppe betrachtet, das sagen die dummen Ärzte vielleicht. An dieser Stelle wieder Empfehlung von Frau Kastner. Dummheit. Nein, ich glaube, Harn gibt es keine Mehrzahl. Ich werde das gleich ergoogeln. Dann sagen wir Harnproben. Ja, eben. Sage ich doch auch. Und übrigens, sehr lustig, eure Corona-Postkarten finde ich super. Ich fand sie ja lustig. Man fand sie ja scheinbar nicht lustig. Ich habe sehr lachen müssen. Ja, ich habe mich dann immer so gefreut. Das war zu viel. Du weißt, du bist ein Meister des Timings. Du weißt doch genau, man darf nicht 10-mal den gleichen Witz. Auch die Reime. Mir ist noch einer eingefallen. Hier wird endlich Schluss mit Geruch sein. Lieben Gruß aus Adnan Buchheim. Das Schöne bei diesen Postkarten fand ich, weil man freut sich so auf den Ort, welcher sich dann reimt auf das Wort. Ja, aber ich meine, ihr seid halt simple Gemüter. Ja, aber man weiß doch, du bist doch Komiker, vom Scheitel bist du so, man weiß sozusagen, nach dem dritten Mal des Gleichen ist Schluss. Die beste Punchline ist beim dritten Beispiel, wenn man es 10-mal hintereinander macht. Achso, lasst ihr die alle drin? Ich würde auch nur 30. Nein, ich finde gerade, und ich habe noch einen, wenn man so viel hat, darf ich dich kurz fragen, bei den Spermiogrammen zum Beispiel, hast du dann manche... Ist es dann so, dass viele bewegen sich ja kaum mehr? Ja. Manche bewegen sich noch, da freust du dich dann, wenn du das machst, dieses Spermiogramm? Oder denkst du dir, also, der bewegt sich zwar, aber auch so irgendwie, als hätte er einen Schlaganfall gehabt? Ich habe schon, man hat schon entwickelt schon was, während man sie mikroskopiert, wie Empathie.
Wirklich? Ja. Für jeden Einzelnen? Für den Abgebenden. Doch, doch. Und wirklich Freude, wenn du sagst, das ist ein gutes Spermiogramm. Und schaut er dann zu, der das abgegeben hat, während du das Spermiogramm dir anschaust? Und wenn du dann so machst, also Spermiogramm oder Spermogramm? Spermiogramm. 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 Also du siehst dann am Spermiogramm, ja, das wird nichts. Du machst eine Strichliste. Schnell beweglich, langsam beweglich, schwimmen nur im Kreis und so weiter. Ja. Frage doch jetzt noch, was man gegen Erektionsschwierigkeiten tun kann und dann sind wir mit dem Thema durch. Da gibt es ein super Wurmmittel. Kennst du das eigentlich? Ja, wird das Ivermectin. Und ist Ivermectin, ist das für Menschen oder für Tiere gedacht? Also für Menschen. Schon für Menschen? Ja. Ist das sicher? Ich ziemlich sicher. An welcher Stelle deiner Karriere bist du draufgekommen, dass das, was du als Arzt in deinem Alltag erlebst, auch kabarettistisch ausbeutbar ist? Das, glaube ich, haben alle Kindermedizinerinnen und Mediziner, nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern alle im Gesundheitswesen, die mit Kindern zu tun haben, ohnehin. Aber Kinder kriegst du doch immer, wenn du sagst, das tut jetzt zwar weh, aber gleich kriegst du einen Zucker. Sehr gut. Nämlich du sagst nicht, es tut nicht weh, sondern du sagst, es tut jetzt weh. Ja. Und das Kindern ist ja viel mehr zumutbar, als man denkt. Ja, und das breite Grinsen, also wenn ihr wollt, dass Kinder vor euch davonlaufen, dann begrüßt sie so. Klinik-Clown. Das muss ich mir merken. Ja. Das macht ihnen Angst. Und je ernster ich ihnen begegne, also je normaler und trockener, desto größer ist auch, wie auf der Bühne, stell dir vor, du beginnst dein Programm mit... Jedenfalls so. Baut Herr Sarsam das, was er in der Praxis oder im Operationssaal erlebt, beziehungsweise in dem Fall, was wir jetzt gleich sehen werden, davor, hervorragend und timingmäßig genial in seine Programme ein. Hier ein kleiner Ausschnitt aus seinem neuen Programm Sonderklasse. Welche Beschwerden? Vorzeitiger Bluterguss. Ja! Sorry. Welche Beschwerden? In den Gips gekackt. Punkt. Frei erfunden, Oberarmgips. Welche Beschwerden? Komischer Geruch hinter Achsel. Frag mich, wie kommt man da drauf? Wie kommen Sie da drauf? Ja, wenn es so ist nix. Aber wenn es so macht, dann so. So, wenn es so mache ich es. Welche Beschwerden führen Sie zu uns? Penis hinten rot. Ja, so, ja. Welche Beschwerden führen Sie zu uns? Kann Wirbelsäule nicht voll belästigen. Punkt. Sie belästigen Ihre Wirbelsäule falsch. Welche Beschwerden? Münze verschluckt, Beistrich, brauche das Geld. Punkt. Das finde ich fast das Beste. Das war wirklich real. Münze verschluckt, brauche das Geld? Oder brauche das Geld die Pointe, die du dazu gedichtet hast? Alle Ambulanzprotokolle sind völlig frei erfunden. Wirklich? Natürlich. Ja, also, ich merke. Nein, ich glaub, also es stimmt tatsächlich, die Leute sagen den, das tatsächlich. In den Gips gekackt, kann ich mir ja wirklich vorstellen, oder? Es ist vor allem, das Lustige ist ja die Formulierung, die Art und Weise, wie es auf diese Zetteln geschrieben wird. Und das ist ja auch der Grund, warum es zu den lustigen Geschichten kommt. Du verlangst von Menschen, die in Notsituationen sind, dass sie auf ein Formular schreiben, warum sie schriftlich, warum sie ein Notfall sind. Ja. Und das ist ja schon die Rutsche in den Humor. Aber es gibt zum Beispiel, weil jetzt gleich Heidi Kastner zu uns kommt, es gibt, glaube ich, keinen Psychiater oder Psychiaterin, die auch Kabarettist ist. Aber ich wollte Psychiater werden. Ja? Ich wollte Kinderpsychiater werden, aber es gab damals keine Ausbildungsstellen für mich. Das war mein eigentlicher Wunsch. Wirklich? Kinderpsychiater werden. Das heißt, du könntest dich gleich an sie ranschmeißen. Absolut. Und versuchen, noch eine Art Praktikum oder sowas. Holt ihr sie jetzt rein? Wollen wir sie eher? Ich würde gerne noch mit Herrn Sarsam weiter. Also, aber merk es dir. Wir holen sie gleich rein. Aber wir müssen natürlich aufpassen, weil sie ist eine sehr, sehr schlaue Gutachterin. Also sie könnte uns wahrscheinlich sofort hier aus dem Studio direkt verhaften lassen, wenn sie merkt, dass einer von uns ein perverser, eventueller Triebtäter ist. Ja, und merkt sie das so schnell? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Bei euch sicher nicht. Bist du Antlitzdiagnostiker auch? Könntest du jetzt, ich meine, wir sind jetzt sehr alt und du hast überwiegend mit Kinderpatienten zu tun. Kann man an aber den siehst Augen du Menschen erkennen, an, ob jemand ob krank, krank sind? Wenn es ein Ausschlag ist. Im Gesicht, dann ja. Oder eine klaffende Wunde. Das wäre jetzt eine klaffende Wunde. Rissquetschwunde auf der Stirn, ja. Ausschlag im Gesicht, ja. Nein, aber wenn zum Beispiel das, was das jetzt weiß ist, in den Augen gelb ist, dann lässt das schon auf ein Leberversagen hindeuten. Ist schon richtig. Ja, also es gibt schon gewisse Merkmale, die man auch sozusagen für den Hausgebrauch... Genau, aber wenn es jetzt wäre, dass ich sage, handelt es sich um einen eingewachsenen Zehennagel, der Patient hat die Schuhe und Socken noch an und ich schaue ihm ins Gesicht und sage nein, dann wäre es komisch. Gut, du scheinst doch auch ein Arzt mit Grenzen zu sein. Welche Organe, würdest du sagen, sind deine Fachorgane? Oder Lieblingsorgane? Lieblingsorgane? Milz. Herz. Die Milz. Leber. Was sind Menschen, deren Lieblingsorgan die Milz ist? Langweilige Menschen, glaube ich, oder?
Na, Lieblingsorgan kann ich gar nicht sagen. Welches Organ braucht der Mensch? Die Haut, weil da ist einfach am meisten zu tun. Ja. Ja, gut, okay. Da gibt es so viel zu tun. Ja, Darm aber auch. Darm natürlich. Es gibt auch einige Organe, die der Mensch eigentlich gar nicht braucht. Milz zum Beispiel, oder? Die Galle braucht der Mensch doch nicht zum Leben. Zum Leben nicht, aber grundsätzlich hat schon Grund gehabt, warum es hat einen Grund gehabt, aber haben die Mandeln einen Grund? Ja, sicher. Welchen? Dass sie in Kontakt kommen mit Krankheitserregern und dort möglichst rasch zu einer... 80% aller Menschen haben keine Mandeln mehr und sind das jetzt... Das stimmt überhaupt nicht. 80%? Hast du deine Mandeln? Ich habe meine Mandeln noch. Ich auch noch, aber die Mandeln werden doch von vielen Kindern entfernt. Ich habe keine mehr. Sie werden nämlich von Kindern entfernt. Und deswegen haben ganz viele Menschen keine Mandeln mehr.